das ist euer Auftrag. Konstruiert die beste Arche, um einen möglichst großen Teil der Bevölkerung zu retten. Jeder Spieler leitet sein eigenes Raumschiffprojekt. Nur einer wird sich durchsetzen. Jedem von euch steht ein Team von 6 einzigartigen Unterhändlern zur Seite. Sie stammen aus den 6 großen Kasten des Gründervolkes. Die ursprünglichen sind die politischen Führer von Cereis. Sie wahren ihre Macht mit eiserner Hand. Die Theokraten haben ihr Leben dem Kult des Xü geweiht. Der Exodus gibt ihnen die Chance, das Wort des Xü zu verbreiten. Das Bio-Konsortium umfasst alle Labore, die sich der Entwicklung der Biotechnologien widmen, also der Gentechnik oder der Exobiologie. Die Architects sind Ingenieure, die für den Fortschritt der Wissenschaft und Technologie zuständig sind. Ihre technologischen Fortschritte werden durch Artefakte unterstützt, die man auf Cereis gefunden hat. Die Schar ist die Masse der unterdrückten und ausgebrannten Arbeiter von Cereis. Das Projekt Tochterarche ist ihre Chance, ihre Macht und ihre Anzahl in Erinnerung zu rufen. Die Devianten. So nennen die Ursprünglichen jene, die das System ablehnen. Als lebende Zeugnisse dieser verdorbenen Gesellschaft sieht man die Devianten überall, wo Macht regiert oder das Geld in Strömen fließt. Mit Hilfe des Einflusses ihrer 6 Unterhändler versuchen die Spieler, Baupläne für die benötigten Module zu erwerben und die beste Besatzung für die Arche zu rekrutieren. In den flüsternden Fluren erwirbt man Karten. Hier finden die Verhandlungen statt. Ein Unterhändler, der zwischen 2 Karten steht, fügt jeder einen Einflusswürfel hinzu. Gehört der Unterhändler zur selben Kaste wie die Karte, setzt er einen zusätzlichen Einflusswürfel. Sind alle Unterhändler platziert, bekommt jeweils der Spieler die Karte, der dort am meisten Einfluss versammelt hat. Es gibt 3 Arten von Karten: Module, Stammbesatzungen und Zweitbesatzungen. Eure Archen sollten so viele Module wie möglich enthalten. In jedem Modul ist Platz für 2 Besatzungskarten. Jede Karte, die ihr spielt, gibt euch eine entsprechende Anzahl von Prestigepunkten. Zusätzlich könnt ihr am Ende jeder Runde weitere Punkte für Mehrheiten und zueinander passende Karten bekommen. Ihr habt nur wenig Zeit, das benötigte Material zu beschaffen. Um etwas zu bauen, müsst ihr Altmaterial wieder aufbereiten. Jede der Karten hat einen Recyclingwert und Konstruktionskosten. In jeder Spielrunde recycelt ihr einen Teil der erworbenen Karten, um andere Karten bauen zu können. Ihr baut nach und nach eure Archen zusammen, wobei jede Karte ihre spezielle Fähigkeiten beisteuert, sowie eine Anzahl von siegbringenden Prestigepunkten. Die anderen Spieler nutzen jedoch jede Möglichkeit, dein Projekt zu verzögern. Aber dank der Kombinationen von zerstörerischen Karten, die dir in jeder der 4 Spielrunden Siegpunkte verschaffen, wird deine Arche am Ende den Sieg davontragen. Exodus ist das erste Abenteuer in einer Serie von Spielen, die uns die großen Ereignisse in der Geschichte des Volkes der Gründer erzählen wird. Für 2, 3 oder 4 Spieler ab 14 Jahren. Ab sofort in der Spieleschmiede.